Hallo und herzlich willkommen zurück zu R&R Production. Hier ist Robi und wir spielen weiter mit Genshin Impact. Das ist Part 262. Und ich war ein bisschen krank. Deswegen habe ich einiges verpasst. Ich weiß gar nicht, wie viele Tage das waren. Aber das ist schon ein bisschen... Das müssen bestimmt schon 3 oder 4 seit der neuen Version sein. Deswegen schauen wir uns jetzt mal alles an. Göttlicher Kurs. Achso, kann ich auswählen. Nehmen wir irgendeinen. Mach ich eh nicht. Und da haben wir Chaska. Wind habe ich eigentlich auch schon genug, ne? Feuer habe ich auch genug. Ja, ich werde sie einfach ziehen. Und weil, ob die rauskommen, kommen sie raus. Wenn nicht, dann nicht. Werde ich wahrscheinlich für Chaska ziehen. Weil die hat, glaube ich, irgendwas, was man fliegen kann, was richtig geil aussieht. So, was haben wir hier? Geisterweber Erlebnispass. Sonderbelohnungsforscher für das Gnostik-Erlebnispass. Achso, kann man jetzt auswählen. Gibt's was Neues? Gab's sie früher nicht? Weiß gar nicht mehr. Achso, nee. Ich zeig's nur einfach. Hab ich schon. Ich brauch kein Geld. Was haben wir hier Schönes? Eieiei, das ist ja einiges. Clown-Konvoi. Was sind das schon wieder? 400? Ah, ist neue... Ah, neue... Wie ist denn das Map raus? Muss ich wieder 80% sammeln oder was? Oder im Angesicht der Windklippe und der aschenden Stadt? Und was ist das? Zeitlich begrenzte Belohnung für, für die Gebietserkundung? Ja, sag ich doch. Ah, nee. Das wollte ich doch nicht. Das wollte ich doch nicht. Da, Belohnung, so. Ja, Alter, wieder 80%. Da werde ich ja wieder nur mit Dingen beschäftigt sein für die 400. Das machen wir gleich. Das müssen wir auch gleich machen. Also 17 Tage, aber je schneller, desto besser. Das braucht kein Mensch. Alle Flammen sind eins. Zwischenakte Achun-Auftrags jetzt verfügbar. Ah, haben wir einen Zwischenakt? Haben wir keinen Achuna-Akt? Tiefenpflanze. Neuer Gegner. Feuer. Ah, Wind gibt's ja auch. Sehr schön. Eigentlich mal wieder ein Anemo-Kristall-Ding. Dann müssen wir hier schauen. Wir müssen erst die Ding machen. Die Event-Sachen. Ja, Zwischenakt, ja. Kein Hauptakt. Okay. Was haben wir noch so? Ankündigung könnt ihr jetzt leider nicht sehen. Schauen wir uns gleich an. Aktion. Achso, das sind die ganzen... Ja, das ist alles, was wir schon gerade gelesen haben. Neues Gebiet, Chaska und sowas, genau. Spiel selbst. Erläuterung zur Aktualisierung, bla bla bla. Braucht kein Mensch. Nachricht, nehmen wir alles. Vielen Dank. Was? Achso, ist wieder so ein Geburtstag. Was denn das? Alle alten Sachen wurden gelöscht, oder wie? Habe ich jetzt mal eingesammelt, was waren die 40? Ah, die Werbeaktion damals habe ich noch gemacht, bevor ich ausgemacht habe, stimmt. Das war meine letzte Aktion, bevor ich krank wurde. Dann haben wir hier Community. Ah, könnt ihr auch nicht sehen. Höhepunkt der Vision könnt ihr auch nicht sehen. Einfach nur wegklicken, dass das Ausrufezeichen weg ist. Komm, mach hin. So. Immer noch nicht alles. Ah, haben wir einen Legendenauftrag? Oh, zwei neue Gebiete.
Blumfeld und Meister des Nachtwinds. Geil. Geil, geil, geil. Immer noch nichts. Was noch? Also ich muss draufklicken. Wird das jetzt woanders? Okay. Okay. Wir machen aber zuerst Event. Weil wir wollen ja unsere ganze Kohle haben. Unsere Urgesteine auf jeden Fall. Weil ich weiß jetzt nicht, wie viele Tage schon vergangen sind. Deswegen holen wir das auf jeden Fall als allererstes. Ist am wichtigsten. Ich hoffe, was Schnelles, nichts Langes. Ich komme. Sprich mit dem Mitarbeiter der Händlergilde Feiyun. Das sind lauter Hunde und Katzen, okay. Alle sind herzlich eingeladen, den Clown-Konvoi einer Gesellschaft zur Rettung von Tieren beizutreten. Hello. Ach, Akila, du bist es. Wie geht's? Unsere Gilde organisiert gerade eine Veranstaltung. Hast du Lust vorbeizuschauen? Was für eine Veranstaltung meinst du? Kurz gesagt, wir laden dazu ein, dem von der Händlergilde Feiyun unterstützte Clown-Konvoi. Ich meine mit Clown, diese von den Tieren, ne? Ja, macht Sinn. Wieso nenne ich es nicht Pfoten? Hört sich doch viel süßer an, beizutreten. Und uns dabei zu helfen, ausgesetzte oder bedrohte Tiere zu adoptieren. Die Händlergilde Feiyun arbeitet mit den Freiwilligen aus verschiedenen Ländern zusammen, um das ausufernde Problem streunender Tiere durch gemeinschaftliche Adoption zu lösen. Adoption. Tiere durch gemeinschaftliche Adoption zu lösen. Nee, Adoption ist ein anderes Wort. Ich dachte gerade, hä? War, habe ich mich gerade selber verwirrt. Dachte, ich wäre falsch geschrieben, aber Adaption ist adaptieren und Adoption ist adoptieren, genau. War ich gerade mit meinem Kopf woanders. Bin doch ein bisschen krank wahrscheinlich. Kann ich denken. In den letzten Jahren ist die Gesellschaft zur Tierrettung stark gewachsen und wir denken jetzt darüber nach, im Bereich der Artenschutzes mit Forschern wie Frau Lamia zusammenzuarbeiten. Es freut mich wirklich, meine Forschung auf diese Art in die Praxis umgesetzt zu werden. Haha, die Freude über unsere Zusammenarbeit ist ganz auf unserer Seite. Dank unserer engagierten Freiwilligen und Visionären Forscher wie Frau Lamia haben viele streunende Tiere ein Zuhause gefunden und bedrohte Arten werden vor dem Aussterben bewahrt. Wie? Muss man die ja nicht wieder mit, also wie sagt man, mehr die Arten zusammen im Zoo und den Nachwuchs wieder auswildern. Aber es bringt doch nichts, wenn du nur einfachen Leuten einfach ein Zuhause gibst. Wie willst du da den Artenschutz vom Aussterben? Weil meistens, wenn du jetzt ein Tier zu Hause hast, ist es meistens alleine, vielleicht zu zweit. Aber dass du dann wirklich hilfst, da brauchst du schon richtige Zoos oder irgendwas, irgendwelche, wo die richtig sich paaren können in Massen. Und dann muss man die ja wieder auswildern. Naja. Außerhalb von Lio befinden sich überall, wo die Händlergilde Feiyun tätig ist, wie ein Mondstadt oder Sumeru, Einrichtungen des Clown-Konvois zur Pflege von Tieren. Um unsere Freiwilligen zu bedanken und allen zu zeigen, wie viele Tiere der Clown-Konvoi betreut, haben wir diese Veranstaltung organisiert. Du kannst mal in den Bereich gehen, wo die adoptierten Tiere leben und schauen, wie es ihnen so geht. Und du kannst dir auch ein kleines Geschenk abholen. Die Geschenke wurden von unseren Mitarbeitern und anderen Tierpaten vorbereitet. Aber bevor du deins bekommst, solltest du natürlich auch etwas für die anderen vorbereiten. Die Geschenke werden dann eigens von uns eingesammelt und an die jeweiligen Paten übergeben. Sie müssen nicht teuer sein. Hauptsache, sie vermitteln deine Wertschätzung. Also hast du Interesse, Rakela? Klar, ich werde mal vorbeischauen. Fantastisch. Wir freuen uns sehr, wenn eine berühmte Persönlichkeit wie du teilnimmt. Wenn du schon alles vorbereitet hast, kannst du mir das Geschenk jetzt geben. Unsere Leute verteilen es dann nach der Veranstaltung an die Paten. Übrigens, basiert auf meiner Erfahrung, mögen manche Paten gern regionale Produkte, während andere eher leckeres Essen bevorzugen. Was muss ich machen? Unsere tierischen Freunde. Ja, was muss ich machen?
Übergib ein passendes Geschenk. Ja, aber ich habe doch nichts gemacht. Du könntest das Geschenk in zwei Tüten packen und mir dann geben. Ach so, irgendwas? Ja, aber haben die nicht gerade gesagt, was zu essen? Zählt jetzt alles als Essen? Ach so, wahrscheinlich manche davon, ne? Geben wir mal eine Walbeere. Kann man essen, glaube ich. Habe ich einen falschen Knopf gedrückt. Eine Woche nicht gespielt und schon nicht mal eine Woche. 5 Tage waren es vielleicht. Und alles vergessen. A4 war abliefern. In Ordnung, wir packen die Spezialitäten in Geschenkboxen. Ah, und ein Essen. Oh, jetzt habe ich. Ich dachte, hier wäre. Oh, nie. Egal. Dann habe ich hier mal was Schönes, ne? Das hört sich geil an. Honigmöhrenfleisch. Gut, wir werden dieses Essen in eine Schachtel verpacken und dann versenden. Jedes Tier hat sein eigenes Verhaltensweise. Wir sperren sie nicht in Käfige, sondern haben professionelle Betreuer angestellt, die ihren Gesundheitszustand überwachen. Es ist nicht einfach, sie zu finden. Du wirst einen speziellen Insignienspiegel benötigen, den Lamia entwickelt hat. Ich kenne mich nicht so gut damit aus. Lass es dir besser von ihr persönlich erklären. Gut, lass es mich dir erklären. Die Technik des Insignienspiegels steht in gewisser Beziehung zu Aksha oder Akasha. Und die Funktionsweise ist recht komplex, aber keine Sorge, er wurde ausgiebig getestet und ist sicher. Da die Tiere schon mit Minisendern ausgestattet sind, brauchst du nur das Signal zu empfangen und der Spiegel zeigt dir alles, was das Tier sieht. Ah, das ist wie ein Peilsender. Das Gerät muss dort noch verbessert werden, aber die Bilder reichen fürs Erste, um die gerade Aktivität der Tiere zu finden. Im Wesentlichen ist das alles. Wenn du bereit bist, heißen wir dich herzlich im Clown-Konvoi willkommen. Benutze den Insignienspiegel, um unsere tierischen Freunde zu finden. Die Geschenke der Paten und die Tiere selbst warten schon freudig auf dich. Wunderschön. Ah, er ist zwei raus und ist erst vor kurzem gekommen. Das ist schon mal sehr gut. Aber gehen wir direkt zur Herausforderung. Yep. Sehr schön. So. Tun wir den Spiegel gleich ausrüsten. Das kann weg. Wir werden wahrscheinlich jetzt wieder länger nicht nach Sumero gehen. Da will man eine Sache zu Ende machen. Da kommt so eine Krankheit vorbei, bevor die neue Version kam. Jetzt habe ich Sumero nicht zu Ende gemacht. Oder den Waldpart von Sumero. Was ein bisschen nervig ist. Skywalk Scatter. Wahrscheinlich zum Schild, ja. Ich bin schon da. Nachdem die Herausforderung begonnen hat, musst du deinen Insignienspiegel benutzen, um alle in der Nähe befindlichen adoptierten Tiere zu finden und zu begrüßen. Finde das Insignienspiegel, um zu sehen, was die adoptierten Tiere sehen. Ah, okay. Ist eigentlich ein Versteckespiel nur. Krieg mal hin. Zeig mir mal was. Ah, ist okay am Tisch. Am Tisch, am Tisch. Easy. Nummer 1 haben wir gegrüßt. Jetzt einfach Verstecke. Und noch leichtes Verstecke. Ich sehe mit dem Rücken auf Xianyu, aber von seitlich, wie es aussieht. Also in die Richtung. Muss irgendwo hier sein. Da ist er, ich sehe ihn schon. Ich sehe ihn schon. Perfekt. Und wo ist der letzte? Genau gegenüber. Ich sehe mich hinten beim Wasser. Genau in die Richtung. Kriegen wir, ey, das ist ja locker. Und dafür 70 Urgestein. Ich bin begeistert. Au. Komm. Irgendwo hier müsste er sein. Irgendwo hier. Nee, von hier sieht man nicht den. Hier in die Richtung. Ja. Yep.
Von wo kommt die Figur? Brief von Xinkir. Hab vielen Dank für deinen Beitrag zur Rettung der Tiere. Auch sie sind Lebewesen mit Gefühlen und haben deine Güte sicherlich schon längst gespürt. Ein Held setzt sich stets für die Schwachen in der Welt ein. Und wie auch ich, hast du dich dafür entschieden, dem Clown-Konvoi beizutreten, weil auch du das Leben schützen möchtest. Wenn wir uns das nächste Mal sehen, kannst du mich ja begleiten. Also zu lang. Leben schützen möchtest. Wenn wir uns das nächste Mal sehen, kannst du mich begleiten, um ihnen in den Bergen mal wieder einen Besuch abzustatten. Einige Tiere haben ein echt gutes Gedächtnis. Gut möglich also, dass sie dich wieder kennen, obwohl ihr euch bisher nur einmal gesehen habt. Sehr schön. Sehr, sehr schön. Vielen Dank. Damit haben wir den ersten. Den zweiten holen wir uns auch gleich. Nur wenn wir schon mal hier sind. Ich glaube, hier will ich kurz angeln. Hier sind auch spezielle Fische. Ich glaube, die es nur hier gibt. Dieser weiße Königs irgendwas, glaube ich. Ah, der ist nicht da. Doch, da der hier. Wie heißt denn der? Jetzt habe ich gar nicht geschaut, was ich für ein Ding habe. Ah, das ist richtig, okay. Wo ist der Königsding, hä? Der Weiße. Oder vielleicht ist es falsche Tagszeit. Kommt er nur tagsüber? Schauen wir gleich. Die nehmen wir noch mit. Die ganzen Paimons. Gehörst jetzt mir? Steady now. Wow, Paimon's stomach is rumbling already. Komm schon, sehr schön. You've got it. So. Wow, nice catch. Ups, falscher Knopf. Ist schon hell eigentlich fast. Mach mal 8. Oder knapp 8. Da ist er. Da ist der Gute. Jetzt ist die Frage. Der nimmt bestimmt einen Wurm. Oh nee. Oh, ich blöd war. Ich habe den falschen Knopf gedrückt. Die wollen mich fertig machen. Komm her. Aber nur ein einziger. Schade. Hat sich nicht mehr gelohnt herzukommen. So selten braucht man, wo nur an einem Platz gibt, braucht man nicht so oft. Meistens nur so 6 Stück, glaube ich, insgesamt. Oder 9 höchstens. Weil die meistens nur für eine Sache sind. Wenn man in der Nähe ist, sollte man immer wieder bei solchen Sachen machen. Außer ich habe die schon gemacht, weiß ich auch nicht. Keine Ahnung mehr. Bin ich mir nicht mehr sicher. So. Dann haben wir das auch erledigt. Nochmal 10, sehr schön. Dann machen wir doch den letzten oder den zweiten Teil davon. Wunderschön. Jetzt muss ich gucken, wo ich hin muss. Da. Ich bin schon da. So. Oh, das ist ziemlich weit oben. Sieht aus wie links von mir, glaube ich. Da. So, wo sind die ganzen Fischis? Das war nicht der Plan. Da ist... Ich bin da!
heißt er. Ich hab dich. Schauen wir gleich den nächsten. Hey, ich war doch gerade hier unten. Oder zählt immer nur einer? Sind nicht alle drei auf einmal da? Ich war wahrscheinlich zu weit weg, nicht nah genug. Oder erst wenn ich den Spiegel benutze, tauchen die auf. Das kann natürlich auch sein. So, gleich gegenüber. Sehr schön. Das war easy. Hu Tao, ich soll dir von Brülli, Vielfraß und kleiner Feingeist die besten Grüße ausrichten. Die drei sind wie ein Sack Flöhe. Sei also bitte nicht böse, wenn sie dich mal kratzen oder Krach machen. Vergiss nicht, dich bei einem Mitarbeiter zu melden und deine Kratzer behandeln zu lassen. Es wäre so toll, wenn ihr gut miteinander auskommen würdet. Das würde mich sehr freuen. Mich auch. Mich würde das auch sehr freuen. Sehr schön. So. Dann haben wir das erledigt. Da auch nochmal 20 bekommen. Was kann man noch machen? Das da können wir noch machen. Und ich würde sagen, dann machen wir zuerst den Arkonauftrag oder den Zwischenakt. Ja. Dann machen wir das da. Nach dem Zwischenakt den hier. Und dann wahrscheinlich die Erkundung. Ah, die wird hart. Die Erkundung wird richtig hart. Weil beim ersten Mal hatten wir 80 Tage, da hatten wir aber schon, keine Ahnung, Version 5.0 schon 40% bei fast jedem Teil. Ah, die machen es uns schwer. Weil jetzt haben wir nur noch einmal diese 40 Tage. Und davor hatten wir schon voll viel abgesucht. Kann man sagen. Ah ja. Die wollen uns in die Enge treiben, hä? Jetzt warte mal, ach, ich wollte die Dinger doch machen. Probelauf, genau. Jetzt kann man auch Auroron machen, hä? Ne, der war doch schon. Haben wir den nicht schon gemacht? Jetzt bin ich mir nicht sicher. Oder hatte ich einen anderen? Oder ist er erst ab dieser. Das ist wahrscheinlich erst ab dieser Ding, ne? Also diese Version dabei. Ist mir jetzt gerade echt nicht sicher. Komm her. Machen wir alle putt. Midnight? Wo ist der schon wieder, ne? Komm her. Sie macht die Putt. Immer noch nicht vorbei. Aha. Das hat so weh getan. Komm her. Böse Böhr. Probieren wir doch Auroron. Auroron. Achso, ich kann wieder mit irgendwelchen Sachen machen. Was machen Sachen? Schauen wir gleich. Was kann ich mit Ohren machen? Ich hab keine Ahnung. Kann schon an der Wand laufen. Ohren, was kannst du? Ich weiß es nicht. Hä? Time to say hello. Oh. Ja, aber. Be free. Ich check's nicht ganz. Und jetzt? Okay, habe ich was anvisiert?
Schatten. Oha, wie hoch der fliegt. Ich check immer noch nicht ganz, wie das klappt. Klappt das nur, wenn ich irgendwas anvisiere? Ich sehe halt nichts, ne? Ich check's immer nicht ganz. Und deine Schüsse sind auch ein bisschen langsam. Und es nimmt halt voll viel Sicht. Ist auch ein bisschen blöd. Nee, also bis jetzt tut er mich nicht überzeugen. Der nervt mich sogar bis. Ey, jetzt nervt mich alles wieder die Sicht. Nimmt dieser Busch mir die Sicht hier. Gib ihm! Keine Ahnung, was das ist. Gib ihm! Geh down, Kumpel, geh down. Du bist Letzte. Geht doch. Ich bin auf Chaska gespannt. Wegen dem Fliegen. Boom! Here comes the finale. Kommt her. Our bond is strong. Lightning purified. Gib ihm! Now disappear. Now disappear. Mit voller Zerstörung. Komm her. Ich mach die Aua. Komm. Mach ihn auch down. Mal schauen, wer der Letzte ist. Da, noch ein bisschen davon. Noch ein bisschen mehr Feuer. Boom, boom, boom. Easy. So, jetzt mal den Letzten. Die gute Chaska oder Chaska? Learn by doing. Jetzt weiß ich aber nicht, was ich machen soll. Ich soll da hoch wahrscheinlich fliegen. Wie lange kann ich fliegen? Wie geht man runter? Okay, hey, jetzt ist mein Ding gleich da noch nie. Muss ich das wohl machen? Let's fly. Sag mir erstmal, was muss ich machen? Hä? Oh, du musst im richtigen Moment loslassen. Ah, jetzt verstehst du. Okay, okay, okay. Bisschen kompliziert, aber geht. Oder? Ah nee, ich kann runterfliegen mit Kreisen. Oh ja, okay. Ich voll Pfosten. Aber die fliegt ein bisschen langsam. Könnte ruhig schneller sein. Bisschen Grand Theft Auto-Style. Mit 200 durch die Lüfte. Halt schon ein bisschen langsam. Da kann man irgendwie Speed geben.
Ah, ja, schon besser. Aber es verballert auch das Zeug wie noch was, ne? Aber schon geil. Jetzt kommst du. Alter, wie leicht du jetzt überall hinkommen würdest, wenn du irgendwo hin musst. Das ist so krass. Das ist so krass. Komm her. Goba, get them. Pew pew. Was kann die so? Also R1 kann das auch Schaden machen oder? R2 meine ich. Bin mir gerade echt nicht sicher. Ich habe keine Ahnung. Oder ist nur zum Fliegen da? R2. Schießen kann ich auch irgendwie nicht, ne? Ich bin mir echt nicht sicher gerade. Oh. Ich habe jetzt gar nicht aufgepasst. Ich war mit dem Fliegen so konzentriert. Komme! Mach sie alle kaputt. Mach sie alle kaputt. Piu piu. So, gib ihm. Goba, get them. Aber mit Schmackes. Komm, geh down. Nervensägen. Wie tue ich abbrechen? Da. So. Dann haben wir das auch erledigt. Es gibt auch nochmal 40. Da haben wir auch noch ein bisschen was. Sehr schön. Und, oh, ich muss Dreieck drücken. Die wollen mich alle fertig machen. Alle. Jetzt hast du wieder X gedrückt. Beinahe. So. Dann haben wir das auch erledigt. Ich bin begeistert. So, jetzt wird ein Glühwürmchen, habe ich irgendwie gedacht. So, das Kleinzeug habe ich jetzt vom Fenster. So, dazwischen. Dann fangen wir vielleicht schon den Zwischenakt an, dass wir schon mal hinkommen. Weil wir jetzt schon ein bisschen Zeit verloren haben, fangen wir nicht heute an. Aber wir bahnen uns doch einen Weg dahin, würde ich sagen. Genau, nehmen wir das mit. Schauen da uns ein bisschen um. Das hört sich doch gut an. Das hört sich sogar sehr gut an. Und gleich was gesehen. Ein Pyrococcolus. Bin begeistert. Hello. So, was bist du? Nachtgeist Graffitis und Nachtgeist Körper. Ach, learn by doing. Das ist eine Eule. Was kann die Eule? Was muss ich jetzt machen?
Ja, aber bringen die was? Ich glaube, das ist irgendwie eine Sidequest. Das muss ich doch lesen. Iktomisaurier. Iktomisaurier können durch gedrückt halten zum Zielen in den Zustand des Seelensprechers übergehen. In diesem Zustand können sie Phlogiston von Objekten in ihrem Sichtfeld absorbieren. Außerdem können sie einige spezielle Graffitis oder Objekte mit speziellen Phlogiston-Kerplinen für kurze Zeit erscheinen lassen. Wenn Iktomisaurier durch gedrückt halten springen, können sie Phlogiston verbrauchen, um ho noch höher zu springen. Ah, ist dann der gleiche wie Ding, ne? Der gleiche wie Ororon, seine Fähigkeit. Ich habe blau genommen, die Farbe, okay. Geht doch. Ich bin begeistert. Markieren wir den nächsten Ort erstmal, dass ich weiß, wo ich hin muss. Also auch gleich ein Teleport, sehr schön. So. Ich komme hier schon. Geht doch. Also es kostet mich Leben, okay? Das kostet mich. Ah, jetzt weiß ich, was ich machen muss. Ich weiß es doch. Jetzt. Macht gleich mehr Sinn. Sehr schön. These could be salvaged for parts. Holen wir die 20 ab. Wenn ich den Teleporter hier schon eh gefunden habe. Da müssen wir hin. Jo. So. Gleich nochmal 20. So, haben wir das schöne Zeug hier auch schon erledigt. Und dann gehen wir doch wieder zurück. Und suchen unseren... Wo ist denn der? Sollte gleich hier irgendwo sein oder ist er ganz oben? Das kann auch sein. Und für was ist der hier jetzt? Ich kann ihn noch höher. Warte mal, das Wind jetzt. Jetzt verstehe ich. Was das bedeutet.
Wunderschön. Bin begeistert. Easy. Ja, nicht wirklich, aber fast. Jetzt muss ich. Ah, da ist er. Was ist das für ein Zeug? Was? Keine Ahnung. So viel neues Zeug und ich check nix. Wieso gucken die so? Sehr auffällig. Ui, was bist denn du für ein Kleiner? Frage ich mich auch. Traveler! Wo sind wir jetzt? Vor allem, ich höre die Stimme. Das heißt, es ist eine wichtige Quest, oder? Aber ich war noch nicht in der Nähe von der Akron-Quest. Was ist das für ein Ort? Ich wollte mich doch erst ein bisschen umschauen. Oh. Hallo? Wer bist du? Sehr komisch. Oder ist wieder so ein mit den Shrieker die Quest? Ein außergewöhnlicher. Ein außergewöhnlicher Dino vielleicht. Ja, ich auch. Any idea what happened? Traveler? Hey, what's wrong? Es ist da drüben. Look, it's that baby Ectomisaur. Seems like it wants us to follow it. Paimon's adventurous side says we have to see where this leads. Bin dabei, dann mal los. Ah. Das ist die Stammesquest jetzt. Okay. Verstanden. Ich dachte, wir haben schon irgendwas mit dem Ding zu tun. So. Dann haben wir... Oh, hier ist aber schon einiges. Riesen... Map da, Stück. Nicht schlecht. Aber mir fehlt noch einer. Was kannst du so, Kumpel? Ein Heißluftballon. Ich weiß nicht wieso, aber ich glaube hier. Und jetzt. Schauen wir mal, wo es hingeht. Da ist noch ein Teleporter. Der erste, der mich angreift. Ich bin geschockt. Was machst du hier, kleines Baby? Du bist nicht unser Kumpel. Hoppa, na. Sehr schön. Oh, das müssen wir auch noch machen. Darf ich nicht vergessen? Machen wir gleich. Zu viel zu vergessen.
Nehmen wir ein paar von euch. Nochmal 8. Machen wir 30 oder so. Da kann man ein bisschen was nehmen. Auch mit 8 irgendwas. Machen wir überall gerade die schönen Zahlen. Alter, überall 8? Keine Ahnung wieso. Hier auch. Haben wir noch irgendwas viel? Der Rest machen wir mit Schleim voll. Ui, das könnte gefährlich werden. Wechsel doch. Alter, nicht dein Ernst. Ist ja nichts. Ist ja nichts, nichts, nichts. Das ist eine Verschwendung, aber sowas von. Ich brauch den da hinten wahrscheinlich. Hey. Geht's denn, Buddy? Vereint euch. Wie süß. Wunderschön. Ich bin begeistert. So. Dann haben wir das auch. Dann würde ich sagen, heute machen wir gar keine Quests, oder? Machen wir einfach nur ein bisschen erkunden. Suchen wir noch den hier. Vielleicht und den auch noch. Da darf ich nicht zu nah, sonst machen wir die Quests weiter. Ich glaube, es ist am besten. Markieren wir vielleicht dann auch noch. Um die Karte aufzudecken, mache ich so einen Weg. Zack, zack, zack. Hört sich gut an. Ein bisschen die Checkpoints aufdecken. Jetzt muss ich da runter schon. Okay. Ah, da, ich sehe ihn schon. Perfekt. So, machen wir gleich weiter. Kurze Störung gehabt. Oh, mal erstmal die hier weg. Was sind das? Achso. Weil wir den kleinen das erste Mal benutzt haben, die Eule. So. Holen wir uns noch den Teleport erst. Ist wahrscheinlich auch irgendwas. Ihr wollt bestimmt kämpfen, lasst mich. Da gleich zum nächsten. Farmen wir ganz kurz. Da muss ich wahrscheinlich so einen Vogel holen. Kann ich mir vorstellen. Ah, ist nice. Kann ich so chillig fliegen jetzt. Und schnell auch noch. Nice. Und bis jetzt? Ja. Wir sind wieder mit unserem Striker. Herzlich willkommen. Hm? Es sieht so aus, als ob du ein von euch bereits die Kunst des Fliegens beherrscht. Ist es also diese junge Frau, die das Fliegen lernen möchte? Ich habe schon meinen Flugschein. Flugschein? Nun, davon höre ich zum ersten Mal. Unser Ziel ist es, dass sich Saurier und Menschen gemeinsam verbessern und dein Gefährte... Brüll, brüll.
Tut mir leid, Kleiner, aber ich bezweifle, dass du die Flugschule Packpacker der richtige Ort für dich ist, um dein Können unter Beweis zu stellen, aber es ist nicht deine Schuld. Also nimm es nicht persönlich. Brüll? Shriker ist noch jung und hat viel Potenzial. Das Flugpotenzial eines Tepletisauriers kann keinesfalls mit einem Kukusauriers oder Iktomisauriers mithalten. Wie auch immer, junge Frau, wenn du dich für unsere Flugübungen interessierst, empfehle ich dir, unsere Trainingsrennstrecke auszuprobieren. Um ehrlich zu sein, haben wir wirklich hart gearbeitet, um sie zu bewerben. Wir haben die Preise vorbereitet, den Wettbewerb organisiert und so weiter. Wenn du es geschafft hast, kannst du diesen Preis bei Lamisana abholen. Oh. Ist da nicht sowas wie... Das machen wir wahrscheinlich. Das hört sich nicht so lang an. Das hört sich Ding an wie... Das, was wir eben beim Surfen gehabt haben. Wo die Surfrennstrecken gehabt haben. Und hier gibt es jetzt Flugrennstrecken. Willst du die Trainingsrennstrecke ausprobieren? Dann lass es mich mal versuchen. Ich komme. Geht doch. Einfach durch da. Mal locker hin. Nee. Hätte die durchschießen müssen oder was müssen wir da machen? Oder sammle ich die gerade nicht ein? Hä? Was muss ich da machen? Auch nicht. Hä? Ich weiß nicht, was ich machen muss. Kann er nicht angreifen, der Kumpel? Versuchen wir es gleich nochmal. So, jetzt fliegen wir schnell. X ist hoch, Kreis ist so runter. Das ist der 1. Doch, mit der 1 können wir so einen Schlag machen wahrscheinlich. Ja. Jetzt verstehe ich's. Hä? Aber ich kann da nicht durchschießen. Da gehe ich nach unten an, eine Klasse. Die Dinge habe ich auch nicht eingesammelt irgendwie. Hier gibt's was? Auch nicht wirklich. Sichere Zerstörung. 0 Punkte. Wie? Ich check's nicht. Ich check's gar nicht. Unter bestimmten Umständen können die Wechselwirkungen in dem gasförmigen Phlogiston dazu führen, dass sich verfestigt und gasförmige Phlogistonklumpen bildet. Kukusaurier? Wir wissen, wie man angreift. Ich habe auch nichts, oder? Um weiter nach oben oder schneller zu fliegen oder durchs Drücken einer horizontalen Rolle auszuführen, kann man gedrückt halten. Versuchen wir nochmal mit gedrückt halten. Stand da irgendwas? Das ist echt eine 30 gibt die. Urgestein.
richtigen Moment machen? Ich check's echt nicht. Das schlägt er nicht durch, ich versteh's nicht. Vielleicht doch L2. Oh ja, das gibt's doch nicht. Wie soll ich denn das schaffen? Jetzt habe ich auch mal einen vergessen. Jetzt, okay. Dann ist doch leichter als gedacht. Ich hole mir gleich den anderen nochmal. Hey! Wo muss ich jetzt hin? Muss ich hin? Achso, ich habe den hinten vergessen. Aber jetzt weiß ich, was ich machen muss. Okay. Jetzt wird's easy. Jetzt wird's easy. Komm. So. So hoch, genau. Zack, zack. Zack, zack. Hey. Hey, brech doch ab. Ich kann nicht mehr. Du verbrauchst zu viel. Oh, Mann. Die machen mich fertig. Die machen mich fertig, diese Vögel. Sammel den blöden Zeug hier doch mal ein hier. Komm nochmal hoch, vielleicht schaffen wir es noch. Ist es der einzigste? Ja, ich glaube. Jetzt geht's auch runter. Oi. Katastrophe. Katastrophe. Als Veteran und dein großer Bruder muss ich dir beibringen, dich anzupassen, um beliebt zu sein. Danke, aber das ist nicht nötig. Außerdem bist du nicht mein großer Bruder. Übrigens könntest du aufhören, Oberon Kekse zu geben. Brüll, brüll. Hey, hör mal. Wenn deine Schwester nicht wäre... Entschuldige, ich bin hier, um meinen Preis entgegenzunehmen. Brüll, brüll. Oh, ein seltener Gast. Kleine Tepletosaurier sieht man hier nicht alle Tage. Und dann noch das hier. Ja? Da hast du ja wirklich viele Arten von Gefährten. Art? Paimon und Triker sind noch viel unterschiedlicher. Brüll, brüll. Nein, also wir sind beide Gefährten von Rakila, das ist sicher, aber wir sind nicht ganz gleich. Palme wollte damit nicht sagen, dass einer von uns besser oder schlechter ist, also sei nicht traurig. Die Wahrheit schmerzt am meisten, wenn sich versehentlich ausgesprochen wird. Ach. Hä? Du weißt, dass Palme es nicht so meint, also mach die Dinge nicht komplizierter, als sie sind. Triker ist ein richtig guter Kumpel von uns. Brüll. Hä, Palme wusste, dass du es kapieren würdest, Triker. Beneidenswert, dass ihr euch so gut miteinander versteht. Eure Kleidung verrät, dass ihr nicht von hier seid, aber das Vertrauen und die Freundschaft zwischen euch und diesem kleinen Tepletosaurier scheinen wirklich tief zu reichen. Was ist euer Geheimnis? Ich will nichts beschönigen. Taruka und sein Kukusaurier sind zwar Gefährten, aber die kommen nicht sehr gut miteinander aus. Und falls es einen Trick gibt, wie man eine gute Beziehung aufbaut, dann würde es mich freuen, wenn ihr ihn lernen könnte. Zurück zum Thema. Wo sind ihre Preise? Sag mir nicht, dass sie noch nicht fertig sind. Natürlich sind sie schon fertig. Du bist echt gut darin, das Thema zu wechseln, wie auch immer.
Wir reden später darüber. Wir werden bald ein Flugturnier veranstalten. Wenn ihr daran interessiert seid, lasst euch die Gelegenheit nicht entgehen, zuzusehen und meine tolle Vorführung zu bewundern. Ich habe noch etwas zu erledigen, daher mache ich mich erstmal auf den Weg. Vielen Dank. Es war so einfach, diese Preise zu gewinnen. Paimon wünschte, dass die Aufträge der Abenteuergilde alle so einfach wären. Seid ihr etwa Abenteurer, Frau Hakilla? Ich habe eine Abenteuerlizenz, aber Paimon nicht. Paimon kann auch ohne so ein Wisch Abenteurer sein. Und Paimon kann auch genauso gut fliegen wie Hakilla, obwohl sie keinen Flugschein hat. Fragst du, weil du einen Auftrag für uns hast? Warte, verrate es Paimon nicht. Lass mich Paimon mal raten. Es kann nur eine Antwort geben. Du hast bestimmt gesehen, wie nahe wir Tracker stehen und jetzt willst du uns nach dem Geheimnis unserer guten Verhältnisse fragen. Ist es das, Brüll-Brüll? Nicht im geringsten. Aber Lamizana sagte doch gerade, er ist derjenige, der ein Problem hat. Er ist wirklich gut darin, Leute für sich zu gewinnen. Sogar Oberon hört auf ihn, nachdem er mit ihm ein paar Saurierkekse gegeben hat. Wie sieht es aus? Hör auf, so zu tun, als wärst du derjenige, dem Unrecht widerfahren ist. Ein erstklassiger Kukusaurier muss eine strenge Diät halten. Außerdem bist du einer, der leicht zunimmt. Der Kerl muss etwas vorhaben, wenn er meine Schwester Liva so oft schmeichelt. Ich verstehe nicht, warum sie sich nicht vor ihm in Acht nimmt. Sie lacht sogar, wenn sie sich unterhalten. Ist so ein kleiner Bruder, der eifersüchtig wird auf den Freund der großen Schwester. Hört sich aber nach einem netteren Kerl an. Hast du etwa ein paar Vorurteile, weil du ihn nicht magst? Nein, es ist mehr als das. Er hat sich in letzter Zeit ziemlich verdächtig verhalten. Aber ich weiß nicht, was er die Tage so treibt. Erwachsene haben immer etwas zu tun. Ja, er hatte nicht ein Flugturnier. Vielleicht hat er mit den Vorbereitungen beschäftigt. Aber er hat nicht viel Arbeit in die Sache gesteckt. Die Vorbereitung und ihre harte Arbeit hat Paran gemacht. Er lief die ganze Zeit mit der Karewuff durch die Gegend. Was ist ein Karewuff? Gestern habe ich auch das gehört. Er hat heimlich mit einer Fremden über etwas Gefährliches gesprochen. Ich habe mich nicht näher herangetraut, weswegen ich nicht alles gehört habe, aber ich habe sie sagen hören, sei pünktlich am Tag des Turniers. Geh nicht zu weit weg. Menschenleben. Ich zahle die andere Hälfte, wenn du erfolgreich bist. Und wir besprechen die Details morgen Abend im Nordlager. Wie kommt es, dass du nur die zweite Hälfte so klar und deutlich gehört hast? Das ist alles Oberon zu verdanken. Er war zur Zeit besonders unruhig und wollte unbedingt zu Lamizana gehen. Am Ende konnte ich ihn nicht mehr aufhalten. Brüll. Das ist kein Lob, du Trottel. Jedenfalls ging der Fremde dann schnell weg, als er sah, dass ich Oberon verfolgte. Lamizana benahm sich danach auch komisch. Ich glaube, er hat heute versucht, einen Streit mit mir anzuzetteln, weil er Angst hat, dass er auffliegt. Er will nur eine gute Ausrede haben, um mich zu überwachen. Ich habe das Gefühl, es wird irgendwie sowas hinauslaufen, dass es dann ein Heiratsantrag ist oder irgendwie sowas. Deswegen ist er immer so mit dem kleinen Bruder von ihr. Immer so. Er darf es nicht erfahren, er ist eine Plaudertasche. Er wird es ihr erzählen. Es muss alles heimlich sein. Oh, dafür, dass du ein Kind bist, denkst du wirklich über komplizierte Dinge nach? Ich sehe schon. Ihr traut den Worten eines Kindes auch nicht, oder? Aber genau deshalb möchte ich Frau Hakilla bitten, mit mir nachts das nördliche Lager zu untersuchen. Nur für den Fall, dass er wirklich etwas Gefährliches vorhat. Wir müssen einen Weg finden, ihn aufzuhalten. Mit dir als Zeuge werden mir die anderen auch sicher glauben. Und Liva auch. Wenn Frau Hakilla denkt, dass das nur die verrückten Gedanken eines Kindes sind, dann hilf mir wenigstens, einen Brief zu überbringen. Ich habe einen Brief geschrieben, in dem ich die ganze Situation erkläre. Wenn ich morgen nicht zurückkomme, bring ihn bitte lieber. Auch Oberon werde ich in ihre Obhut geben. Warte doch mal, das wird immer unheimlicher. Das kann doch alles nicht wahr sein, oder? Aber wenn es doch wahr wäre? Rakille, warum gehen wir doch die Sache nicht nach? Paimon wird Albträume haben, falls wirklich etwas passieren sollte, nachdem wir das alles ignoriert haben. Ihr wollt mir helfen? Hurra! Dann lasst uns heute Abend doch zusammen. Überlass es einfach uns. Du bleibst hier. Ja, genau. Mehr Leute machen die Untersuchungen nicht unbedingt leichter. Du solltest hier bleiben und auf Nachricht von uns warten. Siehst du, Paimon ist auch eine erfahrene Abenteurerin. Na nun, du hast recht. Dann bleibe ich hier und kümmere mich um Oberon. Ich muss auch Liva überzeugen, sich von Lamizana fernzuhalten. Ich zähle also auf euch.
Oh, das ist eine Kettenaufgabe. Sehr schön. Aber den mache ich dann vielleicht morgen oder so. Was Zeitlimit 24 Stunden? Kann nicht echt sein, oder? Heutiges Limit fürs Einsammeln. Also ich dachte schon. Legendenauftrag. Gibt es sowas, Zeitlimit? Untersuch das Gebiet in der Nähe von Taruka. Erwähnten Ortes. Die Sache wird immer verworrener. Zeitlimit 24 Stunden. Ich muss eh dahin, also. Hol mir doch zuerst das Ding. Das gute Teleporter-Ding. Perfekt. Lass mich raus. Ah, in der Luft kann ich nicht raus aus dem Körper, okay. Was ist das? Kann ich auch nicht einsammeln. Oh, da ist ein Pyrococcolus. Wunderschön. Schauen wir den nächsten Teleporter an. So heißt die Mission aber nur, oder? Das kann nicht wirklich 24 Stunden Limit sein. Steht auch irgendwie nichts. Zeitlimit, 24 Stunden. Untersucht das Gebiet in der Nähe von Taruka erwähnten Ortes. Schon wieder eine Frage. Hier sind überall Fragezeichen, Leute. Das gibt's nicht. Dort oben. Achso, da. Warte mal, markiere ich doch dann. So. Ist wahrscheinlich eine Quest. Komm mal her, ich muss nach oben. Ah, hier war doch Auroron. Seine Quest. Wie komme ich ganz hoch? Noch höher? Wunderschön. Ich bin begeistert. Dachte kurz, es wäre ein Bösewicht, aber er hat einen Namen. Dann ist es schon mal nicht der Fall. Jetzt will ich dahin. Ach, mach mal die Quest mit, egal. Ich wollte eigentlich nur noch schnell die Karte aufdecken. Aber machen wir doch einen Zwischenstecher. So, da ist unser Kumpel mit 24 Stunden. Setz dich hin und ruh dich bis zum nächsten Tag aus 20 bis 24. Nächster Tag. Perfekt. An dem muss ich den ganzen Tag warten. 20 bis 4, 22 oder was? Jetzt habe ich nicht aufgepasst. 20 bis 22. Mach mal chilling. Mal schauen, was der Kleine da so gefunden hat. Und jetzt? Setz dich, steht da. Katastrophe. Oh, woher kommen plötzlich die ganzen Wachen? Den sollten... Ich kann nicht schon lesen. Welche Wachen? Geht zum Lager. Mal schauen, was die Bösen machen. Vielleicht ist es Pirat? Brauchen wir einen Ichthyosaurier? Und jetzt?
Hä? Ich dachte, ich bin dann inkognito. Ah, ich muss hier wahrscheinlich. Warte mal. Muss ich das vielleicht machen? Ah, den kann ich nicht. Oh nee, die Kleinen merken es auch. Ich darf einfach nur nicht niemandem zu nahe kommen, so muss es sein. Verstanden. Und ich muss aufpassen, welche Richtung ich schaue. Okay. Okay. Und jetzt? Wie komme ich da rein? Übernimm einen Ikthomisauri und schleiche dich in den inneren Bereich des Lagers. Schön und gut. Warum ist es jetzt offen? Was ist es überhaupt? Oh, ich bin so blöd. Da oben stand einer. Aber jetzt weiß ich, wie ich es mache. Okay. Ich muss die Kekse irgendwie. Ah! Drück doch den richtigen Knopf. Ich muss dreimal drücken hier. Katastrophe. Ja, jetzt weiß ich den richtigen Weg. Dann gehen wir dahin. Dann fliegen wir eine Runde. Fliegen wir dahin. Nehmen den da. Was jetzt ist? Letztes Mal hat es auch geklappt. Letztes Mal hat es doch auch geklappt. Ich muss mal gucken, ob die sich auch umdrehen. Oder laufen die nur in eine Richtung? Keine Ahnung, warum es vorhin nicht geklappt hat. So. Ist sowas von Freude jetzt nicht? Check nicht. Ja, aber wieso? Ah. Nein. Ich spring doch nicht so hoch. Ich will doch nur einen Sprung machen. Ich mag die Viecher gar nicht. Dann springe ich gar nicht beim letzten. Ich tue einfach nur laufen. Schnauze voll hier. Schnauze voll habe ich. Komm, nimm ihn. Aber jetzt weiß ich, wie alles geht, okay. Erstmal. Hat er jetzt jemand angegriffen? Ich dachte schon. Dann wäre es aus hier. So, weg damit. Jetzt komm, lauf drüber. Jetzt springe ich gar nicht mehr. Jetzt laufe ich. Ich bin wie ein Ninja. Geht doch. Hm? Paimon kann von hier aus nicht gut sehen, aber sie könnten uns entdecken, wenn wir näher kommen. Am besten hören wir erst einmal von hier aus zu. Sanfte Stimme. Wir waren sehr zufrieden mit der Qualität der letzten Lieferung. Auch dieses Mal zählen wir wieder auf euch. Tiefe Stimme. Gern geschehen.
Also dann, wir gehen wieder wie gehabt vor. Ja, und alles sollte vor dem Flugturnier geliefert werden, da einige Leute es brauchen werden. Kein Problem. Ich glaube, die da drüben sind auch so gut wie fertig. Wollen wir erstmal gehen? Sie gehen schon. So hat sich Palmer das nicht vorgestellt. Gehen wir erstmal zurück. Lass dich nicht erwischen. Hast du dich verlaufen, Kleiner? Cooler. Brüll, brüll. Du siehst sehr lebendig und gesund aus. Und du hast ein besonderes Muster auf deinem Horn. Nicht schlecht. Warum seid ihr hier alle zusammen hierher gekommen? Stimmt etwas nicht mit meinen Lehrmethoden? Nein, das ist unmöglich. Brüll, brüll, brüll. Was ist denn mit dem los? Hat er dich hierher gebracht? Ich darf nicht vor ihr erwischt werden. Was ist denn mit dem los? Hat er dich hierher gebracht? Brüll, brüll. Warum machst du so komische Geräusche? Bist du krank? Du scheinst dich auch etwas seltsam zu verhalten. Vielleicht müssen wir dich mal untersuchen lassen. Brüll? Sei geduldig, Kleiner. Bald bist du an der Reihe. Du bist zuerst dran. Folg mir. Hast du es verstanden? Ihr folgen. Nicken. Ihr folgen. Das ist seltsam. Ich habe dir doch noch gar keinen Befehl gegeben. Verstehst du vielleicht, was ich sage? In diesem Moment beginnt es draußen zu lärmen. Wer hat die Kiste geöffnet? Hey, lass los. Hör auf, euch um diese Sachen zu streiten. Quiller wird wütend sein. Es bleibt keine Zeit, um herauszufinden, was passiert ist. Du nutzt das Chaos, um mit Shrieker aus dem Lager zu fliehen. Paimon war so besorgt, dass sie Schweiß ausbrach. Zum Glück hatte Paimon sich versteckt, sonst hätte die Frau Paimon noch erwischt, anstatt auf euch zwei Saurier aufzupassen. Du bist ohne uns geflohen? Brüll, brüll? Wäre es noch langsamer gegangen, wäre dies ein unmögliches Verbrechen geworden. Brüll, brüll? Sicher, niemand kann einen Iktomisaurier dich beschuldigen, aber sag nicht so etwas Furchterregendes. Wie auch immer, Paimon hat sich einfach für spontan angepasst. Ihr hättet nicht entkommen können, wenn Paimon noch draußen ein paar Geräusche gemacht hätte. Die Kiste war zufällig mit Saurierkeksen gefüllt. Die Iktomisaurier stürzten sich auf sie, nachdem die Kiste umgekippt war. Das war ein richtiges Chaos. Aber Paimon hatte Lamizana draußen auch nicht gesehen. Paimon konnte die zwei Typen, die vorhin über das Geschäft verhandelten, nicht genau sehen, aber Paimon glaubt nicht, dass einer von ihnen Lamizana war. Die Stimme klang nicht nach ihm. Wie auch immer, lass uns Taruka erzählen, dass wir vorhin was wir vorhin gesehen und gehört haben. Taruka, wir kommen. Wir sind voll auf deiner Seite. Ah, jetzt muss ich ein Stück weit. Ah, jetzt eh nicht weit. Bin schon fast wieder zurückgelaufen. Taruka, bist du? Teruka. Gott sei Dank geht es dir gut, Rakilla. Ich war so besorgt. Ja, das war ziemlich spannend, aber lass uns später darüber reden, denn die Dinge sind kompliziert. Du erzählst Taruka, was du im Lager gesehen und gehört hast. Ach, wirklich? Ihr habt Fräulein Quila gesehen, aber nicht Lamizana? Sie haben über das Flugturnier und eine Transaktion gesprochen. Paimon kennt die Details nicht, aber es scheint etwas zu sein, das während des Turniers verwendet wird. Fräulein Quill ist eine fahrende Händlerin, die vor kurzem hier aufgetaucht ist. Laut Paran handelt sie mit vielen verschiedenen Waren. Lamisara könnte von ihr gefährliche Waren erhalten haben. Aha, ich verstehe. Er will also einen gefährlichen Plan während des Flugturniers ausführen. Was für ein gefährlicher Plan? Ich weiß es nicht. Aber ich bin mir sicher, dass er etwas Gefährliches plant. Ah, hier bist du also. Wunderbar. Du musst Rakila sein, richtig? Lamizana hat mir erzählt, dass du die Trainingsrennstrecke ausprobierst und dich ganz gut geschlagen hast. Hey, der Anzug ist doch der, wo mit Quille geredet hat. Was? Er hat mich wirklich so unterschätzt? Nein, das ist nicht. Das ist es nicht. Moment, was würde Temach in dieser Situation sagen? Ich hab's. Die Trainingsrennstrecke ist schuld. Also, es sieht so aus, als die, als sei das Flug, als dass das, das, ich kann dieses, wenn schnell das zu kommen, das ist meine Gedanken zu schnell, ey. Dass das Flugturnier beginnt, aber die Teilnehmer
der gegen Lilva antreten sollte, ist letzte Minute abgesagt. Tja, du kennst sie, Taruka. Sie war schon immer sehr kämpferisch, also wird sie sich nicht mit einem einfachen Sieg zufrieden geben. Dann kann sie nicht sich auch zurückziehen. Das ist auch gut so. Ich werde sie dazu überreden. Warte, das können wir nicht tun. Sie hat sich auch hart für dieses Turnier vorbereitet, also ist das doch die beste Lösung, jemanden zu finden, der so gut wie sie ist. Bist du deshalb zu Rakela gekommen? Ja, wenn du teilnimmst, werden wir dich auf jeden Fall entschädigen. Unabhängig davon, ob du es auf die Rangliste schaffst. Okay, jetzt unterschätzt du mich wirklich. Oh, du hast recht. Nun, wenn du am Ende auf der Rangliste stehst, bekommst du gleichzeitig die Ranglistenprämie und eine Bonusprämie obendrauf. Vielen Dank für deine Zusage. Das Einladungsschreiben bekommst du später. Ich muss noch einige Vorbereitungen treffen. Also werden wir uns wahrscheinlich erst am Tag des Flugturniers wiedersehen. Paran geht und nimmt Karewuff mit. Ist ja wie ein Pokémon, Alter. Rakila, du hast zugestimmt, weil wir so die Möglichkeit haben, das alles aus nächster Nähe zu untersuchen, oder? Sollte während des Flugturniers wirklich etwas passieren, werden die Teilnehmer es zuerst erfahren. Ich glaube halt auch, dass es nicht so einfach ist, wie es scheint. Apropos, die Stimme von Paran kam Paimon irgendwie bekannt vor. Haben wir die vor kurzem nicht irgendwo gehört? Es ist für alles möglich. Oh, oder er ist der Bösewicht. Nicht Lamazan. Er ist für alles Mögliche hier in der Flugschule zuständig. Er und Karewuff laufen oft hier herum. Es wäre schwierig, seine Stimme nicht zu hören. Das ergibt Sinn. Wenn Paimon so darüber nachdenkt, scheint Paimon etwas Ähnliches in einer Geschichte gelesen zu haben. Wenn jemand, der mit seiner Umgebung quasi eins geworden ist, ein Verbrechen begeht, verdächtigt ihn die Leute in der Regel nicht, weil sie sich an seine Anwesenheit gewöhnt haben. Er war der Böse, hä? Es ist wahrscheinlich der Beste, das nicht vor ihm zu sagen. Seine Familie wurde verbannt, weil er eines ihrer Mitglieder etwas Schreckliches getan hat. Viele Leute haben das als Ausrede benutzt, um ihm das Leben schwer zu machen. Vielleicht ist er deshalb so streng zu sich selbst, aber so rücksichtsvoll zu anderen. Er ist der Bösewicht. Ich muss aber zugeben, dass er ein ganz netter Kerl ist, obwohl er Lamizana ziemlich nahe steht. Ist Lamizana wie irgendein Ungeziefer? Selbst Ungeziefer ist 100-mal niedlicher als er. Eieiei, Taruka, jetzt geh schau mal ab. Danke, dass du Paimon gesagt hast. Es wäre schlimm, wenn wir ihn verletzen würden, auch wenn es nur aus Versehen wäre. Wie dem auch sei, dass das Flugturnier betrifft. Taruka, du musst dir keine Sorgen um deine Schwester machen. Rakila wird sich um sie kümmern. Ich werde in der Nähe des Ziellinie auf euch warten. Lamizana und ich sollten zuerst fertig sein. Ich werde also ein Auge auf ihn haben. Brüll. Deine Fähigkeiten sind für diese Situation nicht geeignet, Triker. Du sollst einfach gemeinsam mit Paimon zusehen. Brüll? Wunderschön. Nochmal 30 bekommen. Ich bin begeistert. Aber kein Flugturnier. Ich dachte, es kommt noch eine dritte Quest. Naja. Ich halt so. Jetzt machen wir das zu Ende, was ich eigentlich wollte hier. Katastrophe. Gehen wir genau in die Richtung. Da, ich sehe schon das leuchtende rote Strahl. Ich komme. In Luft kann ich ja nicht fangen. Hä? Fliegt doch nach oben. Jetzt. Der fliegt so langsam. Jetzt. Zack, zack. Genau da wollte ich hin. Ich bin begeistert. So. Dass es noch so weit reingeht, ist schon krass. Also wir haben schon 27%. Okay, die 88 wird locker sein wahrscheinlich. Die 80% wird locker gehen wahrscheinlich. Da wir haben 30. Das ist das Falsche. Wir wollen Level Up machen. Zack, zack.
So. Damit haben wir Stufe 5. Und nochmal 100 und ein Schicksal bekommen. Ich bin doch schon wieder begeistert. Da ist doch ein Ansehensauftrag. Jetzt muss ich nur gucken. Ansehensbelohnung für den Stamm aus Natlan. Ah, das ist wahrscheinlich der hier. Den holen wir dann morgen mal ab. Wir gehen erstmal dahin. Oder? Oder? Aber mir fehlen 4 für eine 10er-Ziehung. Das machen wir doch kurz. Dann hole ich mir nochmal kurz eine Kiste von irgendwo. Dann lagen doch welche rum. Da lagen doch welche rum. Da hinten. Ich hoffe, es ist aber eine gute Kiste, nicht irgendwie eine billige. Wie mache ich mit der hier? Oh, das zieht mir noch Leben ab. Fliegt er einfach. Hä? Na da. Ich verliere hier aber gut Leben. Da geht doch. Hä, aber wie mache ich das Ding weg? Wie mache ich das Siegel weg, hä? Aber warte mal, ich kann doch mit dem Ding reden. Nee, doch nicht. Vielleicht muss ich den wegschucken. Auch nicht. Hä? Da muss doch irgendwas stehen. Mal lesen. Zerschlage jedes Hindernis, wachse über dich hinaus. Probiere zeitlich begrenzte Herausforderungen aus. Herausforderungen starten. Hoch mit uns. Hoch mit uns. Fangen wir links an. Hoch mit uns. Hoch mit uns. Geht doch. Jetzt. Okay, das war's. Katastrophe. Immer muss man lesen. So. Jetzt bin ich begeistert. Jetzt bin ich begeistert. Oh. Wunderschön. Kurz heile. Und jetzt gehen wir wirklich dahin. Oder Safety Safe? Oh, nee. Wieder eine Quest. Kukusaurier, was geht? Einladung Flugturnier der Flugschule Packer. Da waren wir schon. Geschätzter Killer, bitte erscheine pünktlich zum vorgegebenen Zeitpunkt am entsprechenden Ort. Die Flugrennen starten auf die Minute genau. Schließe bitte die Herausforderung in der vorgegebenen Zeit ab. Das ist die Einladung zum Flugturnier. Es gibt so viele zeitliche Anforderungen. Naja. Ist ja immer ein Turnier. Was? Paimon weiß nicht, was passieren wird. Also sei vorsichtig, Rakela. Gut. Mal ein andermal. Von einem Fall zum anderen. Genau.
So. Jetzt muss ich gucken. Ja genau, ich wollte 10 Erziehung machen. Jessica! Wenn du jetzt direkt ins Team kommst, dann lach ich. Aber wäre geil. Komm, Gold, 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 Gold. Ah, schade. Ich hab's gehofft. Ah, Buch. Kein Charakter. Sechirose. Oder Sacruz. So. Schade. Wer hat ihn eigentlich zuletzt bekommen? Ich weiß gar nicht mehr. Ich weiß es gar nicht mehr. Oh, haben wir auch schon fast voll. Bin begeistert. Und das andere war eine Waffe. Aber habe ich, glaube ich, schon voll, oder? Favonius Codex. Was ist das? Opferritual. Da. Favonius Codex. So, sehr schön. So, so, so. Jetzt schau ich nochmal ganz kurz. Ich wollte kurz gucken. Was war denn der letzte goldene, den ich bekommen habe? 5 Sterne. Hutao, genau. Stimmt, stimmt, stimmt. Und vor Hutao? Nahida, glaube ich. Da, wo ich so Glück hatte. Meine ganzen 50-50-Gewinne. Ja. Genau, genau. So. Da muss ich jetzt gucken. Ich muss mal gucken, wen ich danach noch kriegen kann. Aber ich hab das, glaube ich, gesehen. War es nicht irgendwie sowas wie Nivellette und Zhongli? Und ich will beide. Oh nee, stimmt. Weil danach kommt Mauvika, glaube ich. In der nächsten Version. Jetzt muss ich mich entscheiden, ob ich Nivellette, Zhongli, was ich schon immer wollte. Zhongli, Zhongli. Oh, das nervt mich jetzt gerade voll. Nivellette habe ich im anderen Account, aber der ist auch mega cool. Und Mauvika ist auch mega cool. Jetzt kommen 3 mega coole Charaktere hintereinander. Das ist doch Bullshittele. Ein richtiger Bullshittele. Die sehen ja cool aus. Oh Mann. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Ja? Ich glaube, so war's. This realm is. U10. Lisa kann man tauschen. Unsere Lisa kann man tauschen. Perfekt. Jetzt muss ich gucken. Achso, ja, das muss ich ja klicken. So. Das Holz muss ich auch noch finden. Neue Dekorationen. Zack. Ja, kauf mal alle. No problemo. Es ist Aschen-Arituka-Holz, wie das heißt. Asche, Asche, Asche. Da.
Jetzt brauche ich noch rote Farbe. Katastrophe. Katastrophe. Oh, 92 gleich. Soll mich nicht. Oder 102. So, jetzt habe ich alles gebaut, oder? Ja. Steht auch 10 von 10, sehr schön. Und das Holz habe ich nicht. Perfekt. Jetzt muss ich Lisa austauschen. War die hier irgendwo? Ja, hinter dem Zimmer. Perfekt. Und wen tun wir rein? 966. Eigentlich ist es egal, wen. So. Mr. Kadehara. Ah, jetzt halt. Ah. Ist er hier irgendwo? Oder ist er draußen irgendwo? Der muss irgendwo sein und gibt mir gleich 20 Urgestein, glaube ich. Weil ich muss irgendeins seiner Bau-Dinger haben, oder? Oder doch nicht. Er war drin wahrscheinlich dann. Habe ich den oben dann? Ja. Hello. A tranquil tea house with finely crafted ornamentation and the scent of tea lingering in the air. Wunderschön, gell? The atmosphere here is truly delightful. When you can spare the time, why not join me to discuss our favorite poetry over tea? Immer doch. Mein Kollege. Immer doch gern. Jetzt muss ich gucken, ob du wieder unten bist. Ja, okay. Dann hat sich schon wieder erledigt. Der Ausreißer. Perfekt. Alles mitnehmen, was geht. Aber noch ganz genau hier. Aber ganz, ganz genau. War mal alles leer hier. So, sehr schön. Alles leer machen, was geht. Dann haben wir das auch erledigt. Und dann haben wir es eigentlich schon für heute. Eigentlich wollte ich wieder ein bisschen Harz oder irgendwas verbrauchen, aber jetzt habe ich die Sidequest doppelt reingeschoben. Aber schadet nicht. Ah, wunderschön. Stimmt. Stimmt ja. Jetzt habe ich ihr Namenskärtchen bekommen. Lisa, sehr schön. Sehr, sehr schön. Und noch irgendwas können wir abholen. Alles wöchentliche, sehr schön. Perfekt. Dann haben wir schon alles eigentlich. Und dann sage ich, danke fürs Zuschauen. Hier war Robi von ENR Production. Das war Genshin Impact Part 262. Und wie immer, wenn ihr Bock habt, subscribe, kommentiert und liked. Und bis zum nächsten Mal. Bye bye und ciao.